hier nochmal. Wir haben ein bisschen Power und der Hero Brand hat krass viel Conny, Power. Conny, nicht jetzt erzählen, töten. Ja, weil ich laufe erstmal nur rum. Nein, ich muss der hat hin. Jetzt noch, der ist fast tot. Er ist fast tot. Ja, chill. Alter. Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen PvP-Runde, und zwar The Hero Brian. Meine erste Folge zusammen mit Simon. Hallöchen. Und der Simon wird euch gleich erklären, was The Hero Brian ist, weil ich das ja noch nicht gebracht habe. Und die Sache ist allerdings auch die, da ihr ja nun eigentlich Feed the Beast sehen wollt, wir sind Tag und Nacht daran versucht, da den Server irgendwie auf die Beine zu stellen. Kriegen es allerdings nicht hin. Ich habe einen Server bei mir auf dem PC probiert, damit Hamachi, dann geht das bei Simons PC nicht. Dann haben wir probiert, das Ganze über seinen Server laufen zu lassen. Da können wir beide dann nicht drauf connecten. Dann haben wir es versucht, von anderen Leuten zu machen. Das Shader haben wir auch nicht hingekriegt. Also das bei mir. Das sind die Soundeffekte, ja. Ja, erzähl gleich einfach weiter. Komm mal schnell zum Anfang, bevor es losgeht. Es gibt 30 Sekunden, geht's los. Hör zu. Wo soll ich denn hin? Wo soll ich hin? Ja. Hier gibt's Klassen. Ich würde erstmal keine Klasse nehmen, weil es ist besser, wenn du Scout bleibst. Also Scout ist die Startklasse. Dann erkläre ich einfach den Standard. Aber man kann auch Klassen hier aussuchen normalerweise. Mhm. Aber bleib erstmal Scout. Sondern dann kann ich dir alles am Anfang so mit Basics erklären. So. Jetzt geht's los. Wir sind beide. Der Kev hat einen Pass benutzt. Der ist jetzt Hero Brand. Der ist ziemlich gut. Bleib bei mir. Ja, wo bist denn du? Wo bist du? Hier seh dich. Genau, renn da lang, Also pass auf, es geht. Wenn du jetzt aufhörst zu reden, dann werde ich, wenn du jetzt aufhörst zu reden, werde ich dir erklären, wie es geht. Okay. Okay, pass auf. Der Kev ist jetzt gerade der Hero Brian, ist übrigens auch ein YouTuber. Schaut mal auf seinen Kanal vorbei. Komm mal mit. Komm mal mit. Nicht stehen bleiben, in Bewegung bleiben. Komm mit. So, ich erkläre es dir. Komm mit. Also, er ist unsichtbar. Und er ist sauschnell. Der hat doppelt so viel Speed wie wir. Ja. Und er tötet jetzt alle Leute gerade, wie du siehst. Siehst du? Ja. Die sterben alle. Und wir müssen 3 Shards, das sind so Seelensplitter, wegbringen. Der lilane Typ hat gerade einen und der muss ihn jetzt zur Mitte bringen. Nee, hat noch. Da, hier, der. Der hat jetzt einen, der muss ihn zur Mitte bringen. Wenn wir 3 weggebracht haben, wird der Hero Brian zum Menschen und wir können ihn sehen und dann leicht töten. Wir können ihn auch jetzt schon töten, während er unsichtbar ist, aber er ist jetzt noch zu stark und er wird immer pro weggebrachten Shard immer schwächer. Okay. Das heißt, wenn der erst weggebracht ist, haben wir schon eine Chance, den zu töten. Hier ist er. Ja, dann hau einfach in die Luft. Pass auf, dass der dich nicht tötet. Und. Ja? Einer ist weg. Lauf weg! Da war eine Fledermausbombe! Lauf weg! Was passiert dort? Was ist das für eine Bombe? Okay, bist du noch am Leben? Was war das für eine Bombe? Ja, natürlich. Eine Fledermausbombe. Bist du gerade weg da? Ja, ich bin gerade beim Spawn. Wie logge ich denn so einen Chart ein? Ja, der Chart ist spawnt. Du musst auf den Blitz warten. Und der Chart wird dir, der Kompass wird dir sagen, wo der hinkommt. Das ist gerade ein bisschen. Wir müssen gerade ein bisschen Stress machen hier sozusagen, weil der Hero Brand halt jemand ist, der das Spiel kann. Also ist halt. Der Kev, den habe ich heute die ganze Zeit schon aufgenommen. Pokémon Craft. Und wir haben auch eben schon mal. Der Kev ist das. Ja, das ist der Kev. Der ist ja vielleicht verwandt irgendwie mit. Nee. Sind die das irgendwie? Keine Ahnung. Ja, das ist der Kev, der gerade Pokémon auf seinem Kanal auch als Projekt laufen hat. Ja, auf jeden Fall. Ich bin jetzt genau beim Shard-Ding. Ja, aber. Ist das wieder woanders? Genau, das spawnt immer zufällig. Also. Oh, wir sind geblendet worden. Nein, ich bin vergiftet. Conny, schlag hinter mich. Bitte. Hau ihn. Ich bin vergiftet, ich muss weglaufen. Okay, ich bin vergiftet und falls er dich jetzt angreift, lauf auch weg. Ich bin auf dem Weg, ich lauf weg. Oh, ich höre komische Sounds. Also, Freunde, nein, ich werde sterben. Oh Gott, warte kurz. Oh Gott, Conny. Ich werde euch das mal ganz kurz erklären. Nein, ich bin tot. Ja, okay, ich werde euch das mal ganz kurz erklären, hier das Spielprinzip. Falls ihr das gerade nicht richtig mitbekommen habt. Also, es spawnt am Anfang ein Hero Brian und dann die ganz anderen Leute hier normal. Wir haben ein bisschen Power und der Hero Brian hat krass viel Conny, Power. Conny, nicht jetzt erzählen, töten. Ja, weil ich laufe erstmal nur rum. Nein, ich muss der hat jetzt noch, der ist fast tot. Er ist fast tot. Ja, chill, Alter. Komm, geh zu Talim, du bist das Letzte. Nein. Es geht hier um den Spaß. Ja, warte. Bleib bei Conny. Wo ist der? Ich sehe den nicht. Zusammen. Habt ihr eine Chance? Du musst mit dem. Du hast noch einen Mitspieler. Alleine hast du keine Chance. Na, das wird. Oh, da ist irgendwas explodiert. Ja. Der wird dich schon hinten jetzt schlagen. Ja, soll er doch machen. Okay, 1-1. Conny, du bist der Letzte. Und du hast keine Chance. Also, alleine kann man gegen Hero nichts machen. Wo ist er denn? Ich sehe den gar nicht. Ich dachte, ja, der gibt's ihm ein bisschen zum zu äußern.
Nee, der ist erst bei, wenn du 3 weggebracht hast und es fehlt ja noch ein Chart. Es fehlt noch einer und wo ist der Chart? Der Chart ist. Der müsste den Kompass musst du folgen. Der führt dich zum. Oh mein Gott. Jetzt bist du der Stern. Ja, okay, das schaffe ich nicht. Ah, nee, ist auch unmöglich, alleine gegen Herobrine zu besiegen. Der Schal ist übrigens links von dir. Müsstest du jetzt dann links runter und da laufen, weil das schaffst du auch nicht mehr. Danke, du bist ja Kev, voll optimistisch. Kev, mach mal Finale sichtbar. Lass Conny einen wegbringen. Der ist nicht gut in PvP. Okay, Kev, lässt dir einen wegbringen. Der lässt dich am Leben, also bring ihn jetzt weg. Der Schad ist jetzt, du musst jetzt da raus und jetzt über den Weg hier. Hier, genau. pass auf, Conny, hör zu. Ja, ich hab lauf in die Mitte, du bist jetzt erstmal besoffen. Ja, du musst jetzt okay. Wegbringen. Pass auf, der Kev weiß eines nicht. Wenn er sichtbar ist, hat er sau schnell, du musst ihn nur 3-mal schlagen, ist er tot ungefähr. Ja, warte, das heißt, lass mich jetzt erstmal ganz kurz. Lass dir Zeit, geh langsam, geh einfach nur. Lass dir Zeit, geh einmal außen rum, so als würdest du es nicht wissen, wo es geht. Geh einmal außen rum. Ich tue jetzt so, Conny, falsch, da lang. Er hat das noch nie gespielt. Ein bisschen Rücksicht. Er hat keine Ahnung, was er machen muss. Conny ist desorientiert. Okay, er weiß nicht, dass er einen Chart wegbringen muss. Wie meinen das jetzt? Du musst jetzt auf den Chart nehmen und dann musst du ihn da drauf klicken. Pass auf, und dann siehst du ihn. Jetzt hau drauf, nimm das Schwert, hau drauf. Der ist hinter dir ist er. Los, mach ihn kaputt. Los, nein, er hat sich vergiftet. Du, schnapp ihn dir, komm schon. Jetzt, hau ihn kaputt, Kev. Ich muss sterben, komm schon. Schaffst du es, Alter, ich bin vergiftet, das ist kacke. Ja, das wird dich auch komplett töten. Renn einfach weg jetzt. Renn weg, wenn er kommt. Er wird jetzt kommen und er ist schneller als du. Das heißt, du siehst ihn ja. Genau, Pfeile. Nein, oh Conny, nein, du kannst nicht so gut bewogen. Nein, nimm ein Schwert. Fuck, nein. Oh, schade, aber nice. Ich sag einfach nichts, du bist früher gestorben als ich. Ja, aber man ist halt einfach schwer gegen den. Aber war auf jeden Fall eine lustige Runde. Wie lang war das jetzt? 9 Minuten? 7 circa. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wenn es euch gefallen hat und der Conny mal eine Runde als Herobrine machen möchte. Also, dass er mal der Böse sein soll. Schreibt es in die Kommentare, dann schreibt einfach unter Connys Video einfach nur Herobrine. Und wenn ihr mein Video schaut gerade, dann schreibt unter meinem Video einfach Glowstone. Einfach nur, weil es keinen Sinn hat. Einfach, oder halt, das zeigt uns auch, dass ihr jetzt immer noch dabei seid, sag ich mal. Ja, dass genau. Ihr mal aufzuguckt. Und nochmal ganz kurz auf das Thema Vize Beats zurückzukommen. Habe ich dann das alles nur so ganz kurz zusammengefasst. Also die Sache ist einfach die, es kam jetzt längere Zeit, eine Woche oder 2 Wochen oder so, kein Vizebeast. Ganz einfach, weil ich am Anfang meinen Ordner gelöscht hatte, das war mein Fehler. Allerdings ist es zurzeit für uns so schwer, einfach einen Server aufzustellen. Ich verstehe auch gar nicht warum, weil der Server funktioniert, wenn ich ihn hoste, komme ich drauf. Wenn wir ihn nur allerdings auf den Server hosten, geht das irgendwie nicht. Wir müssen dann nochmal mit dem Maurice bzw. dem Jan reden. Das sind so ein paar Leute, zwei Leute, die kennen sich damit auch aus. Beziehungsweise Simon hat zu denen Kontakt. Und da müssen wir dann ganz einfach jetzt in Zukunft schauen, wie wir das machen. Und die Sache ist dann auch ganz einfach die, dass wir das Ganze halt irgendwie gehostet kriegen müssen. Und ja. Also macht da jetzt bitte keinen Stress. Wir setzen wirklich alles daran, dass das irgendwie funktioniert. Also ihr braucht jetzt gar nicht denken, ja, die beschäftigen sich doch mal hier damit und dann damit. Also wir sind ja echt pausenlos hier am rumwerkeln. Wie wir das Ganze denn aufbauen können und so. Also wir denken uns da echt Lösungen aus, versuchen dann da irgendwie das irgendwie aufzubauen. Und wir sind jetzt auch schon auf Minecraft ja umgestiegen. Ich bin auch gerade dabei, die Shader irgendwie zu installieren. Also wir beschäftigen uns da wirklich tagtäglich mit. Es ist allerdings für uns unglaublich schwer, einfach so einen scheiß Server aufzustellen. Mach die Sounddatei schnell aus hinten. Ach ja, stimmt. Weil, das ist halt einfach total blöd. Irgendwie ist irgendwie ein bisschen kompliziert. Auf jeden Fall, wir versuchen es hinzukriegen. Falls es morgen noch nicht klappen sollte, übermorgen, dann bitte reißt uns nicht den Kopf ab. Wir werden halt andere Videos bringen. Ihr werdet schon unterhalten werden. Und sobald Vizebeast wieder kommt, kommt es. Es wird nicht länger als noch eine Woche dauern. Also spätestens bis zum nächsten Wochenende läuft das Ding. Und, habt ein bisschen Verständnis mit uns, einfach weil wir haben mit Servertechnik und sowas nicht so die Mega-Planung. Concroft, da kann es schon viel besser als ich, aber auch er hat jetzt auf dem Server hingekriegt, so ein, auf so einen Hamachi-Server, ja. Genau. Sache ist allerdings die... Boah, mein Fuß ist eingeschlafen, oh fuck.
Sache ist allerdings die, dass ich drauf komme, er nicht. Das liegt daran, dass ich ihn dann hoste und er kommt irgendwie nicht drauf, weil das bei ihm mit Hamachi nicht funktioniert. Allerdings würde ich einfach sagen, bis morgen wieder bei dir zu Hause, also wenn wir es gerade aufnehmen, ist Sonntag. Genau. Das heißt, und der Simon ist genau morgen, also am Montag wieder zu Hause, dann werden wir da direkt wieder versuchen, ne? Also Montag, ja, nee, hab ich komplett, da habe ich komplett wieder, keine Zeit. Deswegen gleich Internet. Wir probieren das einfach Dienstag nochmal, dann skype ich mit dem Simon und dann versuchen wir das irgendwie hinzukriegen. Dann geht das auch mit Hamachi, denke ich, oder? Ja, das wird nicht. Ich hoffe, es wird klappen, weil ja, normalerweise hat es auch immer geklappt. Ja, genau. Und wir kriegen es auf jeden Fall hin. Wir geben unser Bestes, Leute. Feuert uns an, go, go, go und so, ne? Und dann, wenn es euch gefallen hat, diese Runde Hero Brian und ihr mehr wollt, dann schreibt in die Kommentare Hero Brian oder halt liked einfach das Video auch bei Simon, der hat auch aufgenommen. Und dann würde ich sagen, geht's bald weiter mit Feed the Beast, beziehungsweise Mindcrack. Tschüss. Jo, Leute, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.